deine Qualifikation als Physiotherapeutin ist ja einer der Gründe auch, warum ich dich heute eingeladen habe. Denn auch gerade die Reiter, die jetzt eben nicht im großen Sport gehen, haben ja auch immer wieder so im Hinterkopf, dass die Pferde Muskeln trainieren müssen und dass man Muskelaufbau macht, dass das Pferd einen gut tragen kann. Gerade wenn man jetzt auch nicht so viel reitet, ne? Manche Pferde werden einfach, ich sage jetzt mal Distanzpferde, die kriegen auch so ihre Kilometer zusammen oder Wanderreitpferde. Aber oft reitet man ja nicht so viele Kilometer, sodass die Muskeln manchmal auch ein bisschen ein Defizit haben oder eben auch von der Haltung her. Und da machen sich, soweit ich das mitkriege, auch viele Freizeitreiter durchaus Stress oder bekommen Stress gemacht von außen, dass ihre Pferde nicht genügend Muskeln haben, um so geritten zu werden, wie sie nun reiten. Und da wollte ich gerne mal so ein bisschen mit dir eben sprechen, weil du die Qualifikation hast. Physiotherapie zwar grundsätzlich für den Menschen, aber Muskeln von Säugetieren sind Muskeln von Säugetieren. In dieser Hinsicht unterscheiden wir uns ja grundlegend vom Pferd nicht. Kannst du vielleicht so ein paar grundlegende Sachen sagen, was es braucht vom Training her, damit Muskeln sich bilden, damit Muskeln wachsen? Oh, ne? Was für eine Frage. Ja. Also ein Punkt ist sicher, ne? Die Freizeitreiterszene ist sehr, sehr groß geworden, sehr stark. Ist ja auch die Szene, in der wir uns mehrheitlich bewegen. Und das ist mir früher auch ein bisschen so gegangen, dass es hieß, ja, ich will ja gar nicht so viel da rumhüpfen in der Halle und alles. Ich gehe ja nur ausreiten. Ne? Also wir waren auch vor allem Tagesritte, Trekkings, Ausreiten spezialisiert und war meine absolute auch Überzeugung, ja, muss ich zugeben, ne, wir hatten so bergiges Gelände, auch wirklich hoch, runter, was auch immer. Die Pferde haben richtig gearbeitet, wo ich dann sagte, ne, die gehen raus, die machen alles Mögliche, die beanspruchen ihren Körper, die bewegen sich vielseitig, die klettern, die gehen runter, die machen schon genügend Muskeln, um das zu packen. Und ich musste dann wirklich auch Jahre danach oder mit der Zeit auch einfach aussehen, dass das nicht gereicht hat. Ne? Gerade die lange Zeit, die ich im Sattel verbringe, ne? Klar, je länger, das weiß jeder Wanderreiter, ne? Das Ding heißt Wanderreiten, weil man eben auch, je länger man reitet, eben auch, je länger man ist man zu Fuß, wandert man auch. Aber die Zeit, die ich im Sattel bin, also die Lastungsdauer, die ich wirklich den Pferderücken in dem Sinn auch einer Belastung aussetze, die ist nicht ganz unproblematisch. Und wenn man einfach auch ein bisschen eine Idee hat von Muskelphysiologie, also wie Muskeln arbeiten, dann ist das nicht eine besonders lange Zeit. Also, dass man nicht sagt, stundenlang können die Muskeln eine gleiche, sag mal, eine gleichbleibende Haltung ja, beibehalten oder eine gleichbleibende Tätigkeit ausführen, die ermüden. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Das ist nicht abhängig vom Reitstil, muss ich wirklich klar sagen, sondern hat einfach ein bisschen mit der Anatomie, darum eben, das ist ja mein Steckenpferd auch, was zu tun. Muskeln sind einfach so gemacht, wie sie halt gemacht sind. Da können wir uns nicht drüber hinwegsetzen. Das heißt, nach einer bestimmten Zeit, und die ist eben oft kürzer, als man denkt, müssen wir den Muskeln wieder ein bisschen die Möglichkeit geben, sich zu regenerieren, sich zu erholen, sprich nur schon eine andere Zügellänge zuzulassen. Ne? Und das mache ich nicht nach einer halben Stunde erst, sondern wirklich nach wenigen Minuten. Ich bin ein dauernder Zügellängenänderer. Ne? Ich möchte immer gerne ein bisschen andere Halsposition, wenn ich jetzt am Reiten bin beispielsweise oder auch am Boden beispielsweise, kann das auch schon sein, dass ich das Pferd, die Position, in der es sich bewegt, die Haltung, die es mit seinem Körper dann die ich es bitte einzunehmen, dass ich die auch bewusst ändern lasse. Das heißt, dass andere Muskeln in Arbeit kommen, die Muskeln, die vielleicht jetzt gerade was geleistet haben, ein bisschen sich erholen können, weil andere gerade wichtiger sind und so weiter. Aber die Idee eben zu sagen, ich gehe ja nur ausreiten, hoch so ein Stündchen oder zwei und wir sind ja nur ein bisschen Schritt geritten und ein bisschen am losen Zügel, ich habe ja gar nicht das arme Pferd hier so schlimm nach Rollkur zusammengestaucht, sondern ich bin ja am losen Zügel durch die Landschaft gependelt und wir hatten beide viel Spaß. Das ist nicht unbedingt schonend. Ich finde es gerade ganz spannend. Ich war ja vor ein paar Jahren zusammen mit Linda Tennington-Jones bei Ingrid Klimke, wo wir ja auch Halsring reiten, ne, und solche Sachen halt gezeigt haben. Und die macht es genauso, ne? Also die arbeitet ihr Pferd, nimmt es auf und reitet halt dann Passage und einmal über die Cavalettis und Testzügel halt kaum, ne? Dann nimmt sie die Zügel wieder auf und galoppiert mal oder macht irgendeine Dressurlektion und alle
gefühlt 5 bis 10 Minuten spätestens lässt die Zügel aus der Hand kauen, in der jeweiligen Gangart auch, ne? Nicht nur im Schritt. Und dann macht sie genau das, was du jetzt, ne, gesagt hast mit dem, mit der Veränderung von Haltung und dem, der Möglichkeit, der Muskulatur die Möglichkeit zu geben, sich dann auch wieder vollständig zu entspannen. Aus dem Feldenkreis habe ich ja dann sogar die Idee, wenn ich wirklich völlig in die Pause gehe, dann kann sich beim nächsten Mal auch wieder die Haltung optimieren. Ne? Also wenn man dann nochmal neu beginnt, kann sich eine verbesserte Haltung einstellen als gerade vorher. Genau. Also ich gebe ja quasi wie ein neues Signal. Also ich mag ganz gern sehr oft die Zügel wieder aufnehmen oder die Zügel eben wieder neu einstellen auf das, was ich gerade tue. Das heißt also auch stundenlanges im Kreis reiten oder einfach ganze Bahn reiten, das ist was, was ich fast nicht mache. Wenn dann schnellstens auf dem zweiten oder dritten Hufschlag, wo die Pferde sich wesentlich mehr ausbalancieren müssen, wesentlich mehr Selbstständigkeit, also muskulär eben auch schon ringen müssen. Aber die Pferde einfach so stundenlang gondeln lassen, bringt gar nichts. Und in dem Sinn wirklich im Minutentakt, ne? Also da wirklich unterhalb, ich spreche wirklich im Bereich von einer Minute oder weniger auch, was anderes mache, also einen anderen Input setze. Und du hast völlig recht, dass ich eigentlich nicht sage, die Reiter haben manchmal Angst, oh, aber wenn ich dann einmal nachgebe, dann fällt mir das Pferd komplett auseinander und bis ich mich dann wieder schön an die Hilfen gestellt habe, dann dauert das so. Ja, dann mach das doch gerade häufiger, weil das viel, viel sinnvoller ist. Die Pferde lernen viel schneller. Ja, die üben das quasi öfter, weil ich es oft mache, üben die öfter, sich schneller an die Hilfen stellen zu lassen. Das heißt, der Input, den ich eben setze, der ist eigentlich, wie du sagst, immer wieder neu. Und ich habe die Chance, auch vielleicht was, was vielleicht gar nicht so optimal ist, wieder neu aufzugleisen. Also das hübsch zu sortieren und das besser zusammenzupuzzeln. Und dann haben wir, wann trainiert sich denn der Muskel? Wann kann man denn, wenn man das jetzt einmal die Woche macht zum Beispiel und man hat dann nur ein paar Minuten da drin, entsteht dann ein Muskeltrainingseffekt? Oder wie oft muss man das tun, damit der Muskel sich trainiert? Wie gesagt, ich möchte jetzt ja nicht aktiv nur Werbung machen für die Equikinetik, aber einfach da ich das schon so lange kenne und gerade aus der Sicht eben halt, sagen wir ein bisschen als Muskelphysiologe oder sprich eben Physiotherapeutin, das auch für mich so viel Sinn gemacht hat. Das ist ja wirklich kurz. Ne? Also ich im Hintergrund, ich glaube, die Alina macht 10 mal 1 Minute. Ne? Also die Arbeitszeit beträgt 1 Minute. Das ist nicht lang, das sind 60 Sekunden. Aber hochkonzentrierte 60 Sekunden und eine halbe Minute je Pause dazwischen. Ne? 10 Einheiten bei einem jetzt etwas fortgeschrittenen Pferd. Sie macht im Schritt und im Trab. Ich kann feststellen, wenn ich einmal in der Woche was Blau-Gelbes mache, dass das einmal die Woche mir wirklich den Stand recht gut erhält, also erhaltene Arbeit, mache ich 2-mal, bin ich bereits im Aufbau. Das ist echt ein Knaller. Also die Pferde machen bereits vorwärts. Mache ich jetzt sehr, sehr konzentriert und sage, boah, ich muss 3-mal die Woche haben, was wirklich das wäre das Limit, weil nach einem Tag Blau-Gelb ist in der Regel der nächste Tag sicher nichts Blau-Gelbes oder eher Pausentag. Das heißt, 3-mal die Woche ist das Maximum, was ich machen kann. Dann kann ich schon richtig viel, viel, viel Fortschritt sehen. Und trainiert sich der Muskel, während das Pferd durch die Dualgassen läuft oder trainiert er sich danach? Das ist natürlich die Gretchenfrage. Man sagt so schön, im Trainingsreiz drin, also im Moment, wo ich das mache, setze ich den Input, gebe ich quasi der Muskulatur den Input zu sagen, tu was, das meldet wieder zurück ans Gehirn, das war aber knapp und das Gehirn sagt, oh, liebe Freunde, ich sehe die Peripherie, die hatte, ne, die Working Fraction, die war da am Arbeiten, das hat nicht ganz gereicht. Das heißt, der Lerneffekt passiert eigentlich nicht direkt im Moment, wo ich es mache, sondern im Moment, wo ich die Pause mache. Also der Körper lernt in der Pause oder der Muskelzuwachs, wenn ich das ein bisschen provokativ formuliere, passiert in der Pause, sprich am nächsten Tag. Und den Input setze ich wirklich den Reiz an die Muskulatur und ans Gehirn, was zu verändern, den setze ich quasi im Tun, in der Technik halt. Und dann quasi den nächsten Tag, den ich Pause gebe, das ist der Moment, den der Körper eben braucht, um sich ein Stück weit zu regenerieren von diesem vielleicht etwas knappen, von dieser knappen Reserve. Ich gehe ja ein bisschen an die Grenze der Möglichkeiten. Und
Das ist auch der Moment, wo das Gehirn, sage ich jetzt mal, das ist sehr bildlich gesprochen, das Gehirn auch der Muskulatur zurücksendet, ja, ist angekommen. Das war ein bisschen knapp, ne? Ihr wart ein bisschen am Limit, ihr Armen. Bitte für den nächsten Anspruch mehr Muskelmasse produzieren, sprich die Muskelfasern verdicken. Ne? Es wachsen ja nicht neue Muskeln, das ist genetisch festgelegt, aber den Befehl, sagen wir mal, die Muskelfasern zu verdicken, also Muskelzuwachs zu machen, das passiert eigentlich in der Pause. Finde ich sehr spannend. Ne? Ja, da muss ich jetzt auch gerade an einen Kollegen, der mit mir Pferdewirtschaftsmeister gemacht hat, der reitet auch Estressur und der sagt, er trainiert höchstens 2 Tage die Woche und 5 Tage geht er ausreiten. Genau. Ne? Also er reitet sein, aber er gewinnt damit Estressur. Ne? Also da kann man das auch sehen, der hat diesen Effekt von Lernen und Pause machen lassen durchaus auch verstanden. Jetzt kommen halt 2 Fragen auf, ne, bei dem, was du gesagt hast. Das eine ist ja, dass manch einer dann vielleicht denkt, aha, das Gehirn braucht einen Reiz, also mache ich mal ein bisschen mehr, reize das Gehirn mal richtig, damit es denkt, oh wow, ich muss viel mehr Muskeln aufbauen, weil das war nicht nur an der Grenze, sondern darüber. Was passiert dann? Also so ein bisschen, ja, dann arbeite ich eigentlich ein bisschen ins Minus. Ne? Also es ist nicht ganz einfach zu sehen, wann ist denn quasi Ende? Also wann ist das Gehirn wirklich ausgereizt? Aber es ist ein normaler Effekt, das ist ein Schutzmechanismus auch des Körpers, denke ich mal, der einfach dieses immer noch mehr Trainieren verhindert. Also das heißt tatsächlich auch in Form natürlich von dem Muskelkater, das ist ja nur eine leichte Form von Überanstrengung, aber signalisiert, wenn wir schlau sind, signalisiert, das war ein bisschen grenzwertig, im schlechtesten Fall tatsächlich auch in Schäden der ganzen Strukturen. Das müssen jetzt nicht nur die Muskulatur sein, sondern wie gesagt, also wenn wir jetzt die Muskeln halt trotzdem nochmal nehmen, Muskelfaserrisse, ganz klar, das ist ein Schaden. Und spätestens da sollte uns klar sein, das war zu viel. Aber die Möglichkeit, das heißt zu merken, wann wird's grenzwertig, zu merken, wenn ich mich bei einer hohen Intensität, bei einer hohen Konzentrationsspanne plötzlich in Anführungsstrichen nicht mehr gut konzentrieren kann. Ganz typisches Anzeichen, ich bin immer leicht zu spät, ne, mit allem, was ich tue. Also das Timing, dass ich das Timing verpasse, das ist ein schönes Anzeichen bei mir, beim Menschen, dass wir uns nicht mehr gescheit konzentrieren können, dass wir eigentlich über die Hutschnur gearbeitet haben. Das heißt, ich sollte da ganz bestimmt ehrlich sein und sagen, ich muss da schauen, dass ich demnächst ein Ende des Trainings quasi souverän erreiche. Also nicht erst, wenn wir beide vor Erschöpfung zusammenbrechen, nicht in die Erschöpfung reinarbeiten, sondern souverän ein Ende finden. Egal, ob es gerade gut geht oder eben nicht, sondern dass ich das beende, also auch diese Panik, oh Gott, jetzt macht er es gerade nicht gut. Ja, natürlich, das kennt ihr, sind wir mal ehrlich, liebe Reiter, das kennt jeder. Wenn ich mich nicht mehr gescheit konzentrieren kann und fast immer folgt das Pferd wenige Sekunden danach, es macht quasi mehr Fehler, es stolpert vermehrt, nachdem es vorher nicht gestolpert ist oder wenig gestolpert ist. Es fängt an, ein Hindernis zu umlaufen, es fängt an, Dinge zu verweigern. Es fängt an, so abzubrusten, nicht jetzt ein lösendes Abschnauben, sondern ein bisschen hektisches Abschnauben. Zeichen wie deutlich vermehrtes Blinzeln. Dinge, die kommen in jeder Sportphysiologie, kommen die zur Sprache, in jeder Trainingslehre. Das sind Zeichen, die wir übrigens auch machen, wenn wir uns genau beobachten. Also warum nicht mal selber sich filmen und ein bisschen schauen, wo fängt bei mir die Ermüdung an? Ne? Die mentale Ermüdung und darauf folgt ganz klar die körperliche Ermüdung. Das heißt, drum eben lieber kurz, hochkonzentriert und souverän auch beenden. Das ist eine viel, viel schonendere Geschichte, weil ich da einfach bessere Trainingsreize setzen kann, als eben dieses Endloskreisen, was sehr uneffizient und auch unbefriedigend und naja, nicht so motivierend ist. Ne? Also jetzt hast du ja schon ziemlich klar gesagt, ein zu viel, ne, ist eher schädlich, also wenn man über diese Grenzen des Pferdes hinausgeht, geht man ins Minus, finde ich ganz gut ausgedrückt, dieses Minustraining, weil der Muskel geschädigt wird, ne? Die Psyche ja in einer gewissen Weise auch.